Moin Moin und zurück zu Deus Ex Mankind Divided. Wahnsinn, also der letzte Part hat mich wieder sowas von geflasht. Ich bin im Moment sowas von positiv beeindruckt vom Spiel. Also ich habe es nicht anders erwartet, ja. Aber ich habe ehrlich gesagt auch derbe gehofft, dass es genau so sein wird. Human, still human. Also da ist auch sehr, sehr viel einfach, was die Umgebung hergibt an Geschichte. Durch die ganzen Schmierereien, durch die Plakate. Wir erfahren da so viel einfach, was die ganze Umgebung hier ausmacht. Das Spiel teleportiert so viel. Das ist einfach genial. Ja, und jetzt würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter mit der Hauptquest. Wir haben noch eine Nebenquest. Ihr seht das oben in der Karte. Die blaue, optionale Nebenquest. Wo wir einfach noch ein bisschen, ja, uns verbessern können bei Collar, indem wir ihm was beschaffen. Aber... ja, da ist wahrscheinlich nicht umsonst das Dreieck da. Wenn ich das jetzt hier anfange aufzuschrauben, dann kriege ich wahrscheinlich Ärger mit euch Dullis hier, ne? Nee, das lassen wir mal lieber. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal... Gehen jetzt einfach mal den Hauptquest weiter. Das ist so fies, auch einfach hier. Und das finde ich halt auch heftig und ist... ein Szenario, was ich mir für die Zukunft wirklich auch vorstellen kann, dass das irgendwann, wenn es denn so ausartet, so aussieht. Man könnte das jetzt natürlich auch machen, dass man sagt, ne? Man macht das rassenmäßig in Anführungszeichen, ne? Die einen da rein, die anderen da rein. Ist nicht meine Überzeugung, aber, und das ist das Krasse, es kann durchaus sein, dass sowas irgendwann mal passiert. Unsere Gesellschaft ist da irgendwo kaputt. Schlimm genug, dass man sagen kann, ja, ich kann mir vorstellen, dass das nochmal so wird. Also, echt krasser Scheiß. Ich muss da irgendwie auch immer an Animal Farm denken. Equal und equal, ne? Also Gleichheit und Gleichheit in Anführungszeichen. Ist leider nicht dasselbe. Da kann man sich reinhacken. Warum will man das? Ja, aber da ist ein Polizist. Da hockt einer drin. Da ist ein Lüftungsschacht. We won't push you aside for your augments. We want you to be part of something. Alter, hast du ein Problem mit mir? Ich bin Part von irgendwas, aber nicht von eurer Rabia-Group hier. Alter Schwede, die haben doch alle irgendwie Lack gesoffen. Da ist mir der Wachturm noch lieber, sag ich ganz ehrlich. Gut, man kann hier überall rein. Vielleicht machen wir das auch mal. Ich glaube, das hebe ich mir allerdings auf. Ork Uprising. Mankind just expired. Jean-Paul von Braun. Das erinnert mich jetzt an Van Damme, aber hey. Und wir haben auch wieder Eliza Kazan hier. Ich bin gespannt, ob wir auf die nochmal treffen hier. How about a few credits? Come on. Ich würde dir gern was reinschmeißen. Da ist ja gar nichts drin. Ist das dein Kaffeesatz? Also ich würde dem gerne was geben, aber ich kann leider nicht. Alarmtafel. Wow. Aber auch hier wieder viel mehr Details, wie das jetzt war in den Stationen aus Human Revolution. Die ja auch schon ziemlich geil ausgesehen haben. Also wirklich. Okay, da kommen wir weiter. The old puppet shop. You remember the one when we were kids? Ihr habt nichts gesehen? Ist hier irgendwas, was man machen kann? Okay, wir kommen hier nicht hoch. Kommen wir hier hoch? Ah, da hat wieder irgendjemand seinen Kaffee hingeschmissen. Schweres Objekt kann man nicht bewegen. Ist die Frage, ob da was dahinter ist? Ist hier irgendwas? Ah, scheint nicht so zu sein. Ich sehe hier auf alle Fälle nichts. Ja, okay. Dann ist hier auch nichts. Bierkasten. Nee, habe ich jetzt eigentlich nicht so Bock drauf. Okay, ich würde sagen, wir gehen hier mal weiter.
Ja. Monumentbahnhof Reisen. Palisadebahnhof. Ach, da wollen wir hin. M4, Büro der TF-29 aufrufen, ja? Wow. Das Ding hat sogar eine eigene Sequenz. Ich drehe ja ab, ey. Ist das genial. Okay, und jetzt sehen wir hier den Loading-Ball. Unterhalten die sich über uns? Passiert hier irgendwas? Ich bin ja skeptisch, dass das alles so friedlich abläuft hier. Aber ich glaube, das ist echt nur, um die Ladezeit zu überbrücken. Das wäre schon genial. Geilo! Finde ich cool. Finde ich eine geile Sache, doch. Und nein, Katze, du sollst nicht meine Pillenschachteln durchsuchen. Schilddrüsentabletten sind nicht so das geile Fressen für Katzen. Sin-Eater. Das erinnert mich jetzt auch wieder an Sin City von der Machart her, wo ja immer bestimmte Teile hier irgendwie farblich waren. Okay, jetzt sind wir bei Palisadi. Keine Ahnung, wie sich das ausspricht. Kriege ich hier eine Coke? Ja, toll, ich kann das Ding bewegen, aber ich kriege keine Coke. Wollt ihr mich verarschen? Okay, aber wir gehen hier erstmal weiter. Cabaret. Are you telling me you don't think they should all be moved there? No. Na, wir gehen mal den Weg für die Normalos. Gehen auch hier den Weg für die Normalos. Bei dir ist auch ein Lüftungsschacht drin? Ja, aber der sieht nicht aus. Der ist nicht umrandet. Den kann man also nicht benutzen. Okay. Ich weiß noch nicht, ob und wie man sie. Hand it over. You better hope all your paperwork is in order, Hanser. An unauthorized clank in the city could mean big trouble for you. Got enough trouble as it is. Is that right? One second. Centro, confirm a BH-847. You must have some kind of super weapon under the hood. What I have is a job to do. Oh, do not let me keep you then. Get moving, asshole. Was hast du gesagt, Junge? Right here in the city. Ich geb dir gleich, asshole. Ich würde dem so gerne jetzt eine über die Rübe brezeln, ganz ehrlich. Aber ich darf's nicht. Ich darf's nicht. He looks pissed off. A wrench is a tool, not a human being. Aber ihr merkt schon, ne, wie man da angegiftet wird als Augmentierter, ständig und überall. Ja, ich lass dich durch, du Lappen, aber am liebsten würde ich dich einmal auf den Boden schmeißen und nachtreten oder so. Nee, also. Es ist auf jeden Fall wieder gut gemacht, dass das hier so durchkommt, aber ich muss sagen, man bekommt das schon knüppeldick hier zu spüren, die ganze Scheiße hier, die ganze Ablehnung. Das Minderwertigkeitsgefühl einfach, das die einem hier vermitteln. Obwohl es ja eine ganze Zeit lang anders aussah. Eine ganze Zeit lang waren ja die Augmentierten hier das, was man sich so als perfekter Mensch vorstellt. Was ist das? Dann gab es den Vorfall und dann ist das natürlich gelaufen. Market Square. Kann man hier rein? Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber die Mucke ist ziemlich witzig. Vern's Jewels. Wow, was zum Teufel? Property Bank. Was zum Teufel? Warum hat der eine Gasmaske an? Frag mich, ob so Sachen auch Easter Eggs sind. Ich kann ja nur die sehen, die ich kenne, die ich irgendwie begreifen kann. Kaffee! Ja, ich nehme das Welki, keine Ahnung, den Großen auf jeden Fall. Den Großen? Nein. Ah, hier gibt es nirgendwo Kaffee für mich. Warum? Okay, die Türen sind gesperrt, da kann man auch... Überall steht Kaffee, aber keinen können wir nehmen. Sag mal... Ah, die wollen einen wirklich quälen hier. Okay. Ich will jetzt auch gar nicht so überall rumsneaken. Ich will aber auf alle Fälle mal hier überall rumgucken.
sieht das geil aus. Sieht das göttlich aus, Mann. Super. Boah, ich finde es so geil, wie die das wirklich schaffen, ihre Orte hier zu designen. Also wer auch immer dafür verantwortlich ist bei Eidos Montreal. Was ein scheiß geiler Job, Leute. Was ein scheiß genialer Job. Ich meine, das hat alles auch so ein bisschen eine Bedeutung. Wir können hier die Umgebung sehen als, ne? So der Fortschritt, die Technik. Da liegen auch überall Geldstücke drin, so wie das... Ich weiß nicht, wo man das macht, wie man das macht. In Brunnen ist das öfter. So zum Glück bringen. Ja, aber wir haben hier den Fortschritt und wir haben hier die Aufschrift Naturals Only. Da können nur die normalen Leute sitzen. Und hier den Baum quasi so als ursprüngliches Bild für Leben. Kann man jetzt natürlich alles rein interpretieren, muss man nicht. Aber, wie genial. Wie genial ist das. Ja, hello, ma'am. Was machst du hier? Putzen. Okay. Wow. Da kriege ich echt was an mich. Hier gibt es wieder Kaffee, aber ich kann, glaube ich, keinen bestellen, ne? Kann ich hier Kaffee trinken? Ups. Kann man nur bewegen, kann man nichts mitmachen. Boah, reserviert für natürliche Only. Mann. Ah, da dürfen dann fast überall nur natürliche hin, alles klar. Boah, ist das fies. Also man bekommt das... My favorite thing about Ludwig's is that there are no clanks allowed. So I don't have to see them, I don't have to smell them. Man kriegt das wirklich hier richtig, richtig zu spüren. Zusammenbruch einer Branche, der letzte Überlebende, Tai Yong Medical. Ja, Zhao Yangru ist gestorben. Wir haben die am Schluss hier von Human Revolution gekillt, als sie sich mit dieser Maschine vereinigt hat. Can't best. Wir schauen einfach mal. Ich speichere vielleicht mal zwischen. Für den Fall, dass man hier PDA. It lets them know they don't. Personalklempner arbeiten. Wasserrohrbruch im Keller, Lüftung überprüfen lassen. Klemmt einen Lagerraum, der Code ist 3419. Along with good, okay. Upstanding people. Besides, you're not pro-org, are you? Hallo! I just wanted to say that. Ich bin noch nicht sicher, ob wir hier rein wollen. Also, ich behalte mir das auch mal im Hinterkopf, dass man das hier kann. Den Lagerraum behalten wir uns auch mal im Hinterkopf. Wo wollen wir denn jetzt lang? Hier lang. Es gibt hier bestimmt definitiv auch einige andere Easter Eggs. Eins weiß ich definitiv, dass es hier in Prag ist. Da bin ich unfreiwillig ein bisschen gespoilert worden. Also nicht, dass derjenige spoilern wollte. Wir waren uns da nicht sicher, wie weit der jeweils andere war, haben drüber gequatscht und dann kam raus, es gibt hier quasi einen Rabbit, also einen Hasen, den man hier finden kann in Prag. Ich gucke jetzt aber nicht unbedingt so nach den Easter Eggs, also wenn ich sie finde, ist natürlich geil. Aber es ist kein Muss. Ja, schau an. Scheint ein Club zu sein oder sowas. Oder eine Bar. Ist das die Bar, von der Koller uns erzählt hat? Was ist das denn? Sind das Überwachungsdrohnen hier? Dieser Knüppel rechts von uns, dieses Runde? Registrierungsbüro. Okay. Ach du Scheiße, ist der Bereich groß, Mann. Boah, sieht ja, Alter, ich krieg mich wirklich nicht mehr ein. Das sieht ja so geil aus. Ja, Debatte, Menschen augmentierte. Excuse me.
Okay, wir sollten uns vielleicht mal auf den Weg machen in unser Büro. Ich werde mich definitiv noch richtig, richtig gut hier in Prag umgucken. Es gibt da einfach viel zu viel, was es zu entdecken gibt. Das ist ein scheiß großer Bereich. Wenn nicht sogar noch mal größer als jetzt. Detroit. Wieso müssen wir da rein? Tür. Okay. Zubehörteile. Ja, die nehme ich gerne mit. Fenster zumachen, Adam. Immer schön die Fenster zumachen. Ah, da hat jemand ein Faible für Schmetterlinge. Leere Kaffeedosen. Was zum... Alles... Alles klar? Alex, this whisper chip you gave me, it's an easy plant. You're heading into TF-29? Already? Our enemies aren't waiting around while we lick our wounds. Fair enough. There'll be a data port on the NSN's motherboard. Access it and then just plug and play. Or plug and record in this case. Got it. I'll let you know when it's done. Wow, okay. Wow, wie geil. Okay, es hat uns hier direkt begrüßt. Wir können hier wieder hoch. Ist hier noch irgendwas? Ach du Kacke. Ist das cool? Ist das cool? Eben ganz kurz hat mich der Track auch an UNETCO erinnert, aber nur ganz, ganz dezent. Aria Argento. Kennen wir Aria? Nice. Das ist bestimmt eine Sniper. Boah, will ich gerne haben. Kriege ich die? Wahrscheinlich nicht einfach so. Zeitung. Terroristischer Bombenanschlag auf Ruzica-Bahnhof. Das ist das, wo wir waren. Mehrere koordinierte Bombenexplosionen haben gestern Morgen den Ruzica-Bahnhof erschüttert. Dutzende von Reisenden sind getötet worden und die Angst vor großen Terroranschlägen gegen die Stadt sind erneut geschürt worden. Alles klar. Ich skippe das mal noch durch. Es ist noch unklar, wer das war. Gut, man könnte sich hier auch reinhacken, aber ich muss, glaube ich, nicht alles jetzt sein. Shooting Range? Wow. Okay, das ist das Hauptquartier von unserer Taskforce-Einheit. Security 1. Holding Cells. Gefängniszellen. Kann ich hier rein? Gesperrt. Sicherheitsstufe 1. Ich weiß halt nicht, ob wir uns hier überall reinhacken wollen. Ganz ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ich würde es hier mal gerne probieren. Einfach aus Scheiß, um zu gucken, ob da irgendwas passiert. Ob da irgendwas läuft. Boah, nee, kann ich mir aber gerade irgendwie nicht vorstellen. Denn wir müssen hier rum und müssen dann, also den linken Weg lang und dann einmal komplett lang zu dem Ding hier. Ich sehe sonst nicht, wie wir da hinkommen sollen. Ich sehe aber auch nicht, dass das und das hier verbunden ist, ganz ehrlich. Naja, okay, ich glaube, das lassen wir mal noch. Ich bin mir da noch nicht sicher, ob das hier sein muss in unserem... Wow, was jetzt?
Oh, da sitzen Leute drin. Oh, wow. Ist hier irgendwas zu holen? Ah, eine Orange und Zeug. Ein E-Book haben wir aber, jawoll. UN Resolution 3507. Okay, ich skippe das auch wieder durch. Aber die Musik hat so eine ähnliche... Hat so was ähnliches von, Vionetko, von der, ne, von der Einschlägigkeit, wie es reinhaut. Ich finde, das passt direkt und das hört sich auch direkt relativ gut an. Okay, ich will jetzt gar nicht so den ganzen Komplex hier auseinandernehmen, muss ich ehrlich sagen. Ja, man kann sich auch die Tür vor der Fresse zuschlagen, das geht auch. Komm, ich will es jetzt trotzdem mal versuchen. Also ich glaube zwar nicht, dass das funzt, sag ich ganz ehrlich. Weil ich auch im Moment nicht sehe, wie die zusammenhängen. So. Ah, oder geht das hier? Hm. 45, auch 45. Anomaly detected. Trace progress. Wieso geht das jetzt nicht? Access denied. Ich wollte das Ding eben noch verstärken. Warum wolltest du nicht? Das ist doch jetzt kacke. Ich will gerne die Schnellspeicherung laden. Also, obwohl das Hacking eigentlich relativ dasselbe ist wie im Spiel vorher, komme ich noch nicht so ganz damit klar. Das hat aber auch damals einfach ein bisschen gedauert. Ich will es einmal noch versuchen. Wenn es nicht klappt, mache ich das so mal. Wir haben auf jeden Fall einen Haltwurm. Das ist Taste 5. Das kriege ich auch immer noch nicht so hin. Ach komm. Trace program initiated. 5 will ich. Und warum auch immer. Access granted. Danke. Warum auch immer schaffe ich es nicht, die Dinger zu verstärken. Ich meine, ich habe drauf gedrückt. Kameras. Kamera 1 ist hier. Kamera 2, Kamera 3. Die haben wir gesehen. Geschützkontrolle erforderlich. Okay. Tür geschlossen. Nee, die wollen wir nicht öffnen hier. Ich weiß nicht. Wir könnten aber mit dem Typen reden. Ich will das einmal probieren. Ich weiß nicht, ob uns das was bringt. Ob der uns hier irgendwas sagen kann. Raus kann er nicht. Ja, scheiße, ich verstehe dich halt nicht. Ja, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr. Dann musst du dir halt selber behelfen, Junge. Schön mit Ö. Ah, der schreit sich wohl gerne selber irgendwie an. Okay. Ist jetzt aber irgendwie nicht mein Problem. Aber cool, wir haben jetzt irgendwo noch eine Tür geöffnet. Ich frage mich, wo die war. Aber nice, das ist doch ganz cool gewesen. Ja, ich guck immer erstmal um, was ich mir so krallen kann. Somewhere in this city there's a mob-owned casino in the sewer. Now I've heard everything. Casino in den Sewers? Also in der Kanalisation? Wieso kann ich mich hier nicht mehr bewegen? Hier könnte ich auch rein und mir Zeug krallen. Den konnte ich doch eben bewegen, den Kasten. Irgendwas konnte ich mit dem Kasten machen. Ah, da ist er umrandet, aber ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Ich hänge wieder irgendwo fest. Ist doch kacke an diesem Ding hier. Ja, da bin ich noch nicht ganz so sicher manchmal.
Oder am Kabel oder was auch immer das ist. Okay, der ist hier verborgen. Können wir hier rein? Sicherheitsstufe 3. Ne, das schaffen wir nicht. Scheiße. Kann man hier rein? Wahrscheinlich. Sicherheitsstufe 1. Okay. Dann machen wir das mal noch, weil wir haben ja genug Zeit. Wir haben ja keinen Zeitdruck gerade. Und ich bin so ultra schlecht hier im Hacken. Das ist... Jetzt haben wir natürlich keinen Stoppwurm mehr, das ist klar. So, wo wollen wir denn hier lang? Okay. Also wir können hier über die linke direkt eins machen, einen Kern und dann hier zum Grün. Müssen dann hier runter zu dem. Ich weiß jetzt nicht, ob hier rechts im Bild der ganz untere Weg genauso geht wie der obere. 45. Alles 45. Ach so, wir haben auch noch gar nicht unser Hacking hier mit den Praxis-Kits hochgelevelt wieder. Wäre halt vielleicht auch mal eine Option gewesen, ja. Anomaly detected. Trace program initiated. Ja, dann nimm's halt auch. Komm, Sicherheitsübernahme. Mach. Mach hinne. Hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Danke. Puh. Post, ja, die will ich lesen. Von Miller an Jen. Hallo Jen, nächste Woche bekommt die TF29 eine Psychologin, Dr. Delara Azuen. Sie wird die Mitarbeiter psychologisch betreuend Profile besonders interessanter Personen erstellen und uns bei Geiselverhandlungen unterstützen. Wenn sie ankommt, wäre es schön, wenn sie ihr die Krankenstation zeigen und alles erklären könnten, was sie wissen muss. Ja, wir haben auf alle Fälle ein Script-Kiddy dafür gekriegt. Gut, so unbedingt nutzlos war das jetzt nicht. Security footage from the train station is spotty at best. Lecker. Sind das Chips? Sind das Schuhe? Gehört das irgendwie zusammen? Wow, die überwachen hier wirklich alles. Da ist der ganze Bahnhof auch überwacht jetzt. Ich kann hier leider keine Schubladen oder irgendwas aufmachen, sehe ich. Dann sollten wir die Leute vielleicht einfach mal arbeiten lassen. Zeitung hatten wir vermutlich schon hier. Kühlschrank. Bier wollen wir jetzt eigentlich nicht, nee. Ja, ich soll mich melden, ich weiß. Okay, hier gibt's nichts. Wir müssen hier irgendwie hoch, kann das sein? Terminal, hier kann man sich auch wieder reinloggen. E-Book. Das lange dazwischen, Kapitel 1. Ist hier irgendwas in den Schubladen? Weil da kann man sich überall reinhacken. Ich vermute, wir kommen hier nochmal her. Ich will jetzt wirklich nicht alles durchhacken und gucken und machen. Aber wir haben hier nochmal Teile. Die will ich mitnehmen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal straight dahin, wo wir eigentlich hin sollen. Ah, da ist diese Psychotante. Soll ich denn hin? Die Treppe hoch, ja? Da ist auch noch Zeug drin.
IT-Support. Du hast bestimmt nichts dagegen. Ich will mir nur das ganze Zeug hier mitnehmen. Okay, da kann man auch rein. Da liegt auch noch Zeug rum. Ah, das ist ja ein gefundenes Fressen, ey. Gut. Ich muss noch mal kurz auf die... Adam, you're here. You made it in. It's good to see you're okay. Hey, Aria, yeah. It was a close call. I got lucky. A lot of people didn't. I was here working when the first reports came in. It was chaos. Phones ringing off the hook, people yelling, scrambling to find out what was going on. Then when Miller told me you were there, I... I'm all right. Good. You looking for him? Because he's tied up right now, a meeting with Leon, I think. Really? He's using the NSN right now? Yeah, I just saw him. Oh, hey, that reminds me, here's yours. What's this? The card for the shooting range. Chang changed all the codes this morning, said something about only giving access to people he's vetted personally. The bombing really freaked him out. Third one in 6 months, can you believe it? I'm really glad you're okay. Thanks, Aria. I'll let you get back to what you were doing. Yeah, I better get back downstairs. It's gonna be a busy day. Come by later if you want to talk. Copy that. Schießstand. Interessante Punkte in Prag. Schießstand Einsatzbesprechung. Aria Gento, die Quartiermeisterin der TF-29, hat mir zu einem Besuch des Schießstandes geraten, weil Übung angeblich den Meister macht. Okay. Nebenmission ist der Kalibrator. Und damit auch nach Prekaja reisen. Oh Mann, ey. Geheimnisvolle Augmentierung. Hauptmission. Abhörgerät. Okay, da muss ich in den Serverraum. Last night, the collective published the tax returns on the 50 with Jensen, we need to talk. Wer bist du? Peter Chang. Ja, ich nehme mir einfach mal erstmal alles mit, was ich bei euch finden kann. Ihr habt da bestimmt nichts dagegen. Da kann man sich auch reinhacken, aber bestimmt nicht, während da einer ist. PDA. Angela Rizzo. Verdacht. Hallo Angie, Ihre Vermutungen sind vertrauenswürdiger als die Beweise der meisten anderen. Wenn diese Lagereinheit der Nummer 2, der Duvalis, gehört, kann sie unmöglich sauber sein. Ich bin gerade sehr beschäftigt und kann nicht weg. Überprüfen Sie die Sache selbst und erstatten Sie mir dann Bericht von Vincent Black. Ja, und da haben wir auch wieder Goldmasken-Söldner. You know as much as I do about these guys. They're augmented, well-trained, and very dangerous. And they seem to be massing weapons and augs for some sort of attack. We don't know what. Ja, okay. Gut, da können wir uns noch ein bisschen mehr zu allen möglichen Sachen erzählen lassen. How's security over there? I'd love to get a look at the bomb site myself, but no dice, not our show. Tyler. Ah, der Spruch war auch genial. Gut, wo müssen wir denn hin? I think Singh's got some kind of adrenaline addiction. He plays it too close to the edge. You made it out of Dubai, didn't you? Wow. Ich sollte hier nicht überall rumstöbern. Ganz ehrlich. Aber ich mach's halt trotzdem, Mann. Pistole, ja, wir haben wieder keinen Platz im Inventar, ich weiß. Das ist ganz schön kacke. Ah, die ist gesperrt. Wo sind wir denn hier? Ah,
Ah, wollen wir da rein, ja? Okay. Dann würde ich fast sagen, machen wir das mal noch. Können wir uns hier reinhacken? Reicht das? Sicherheitsstufe 2. Pass auf. Pass auf. Hacken verstärken. Wir haben 12 Praxis Kits. Ich werde mir auf jeden Fall Stufe 2 kaufen. Das ist Stufe 3, die brauchen wir noch nicht. Wollen wir, wenn wir 11 haben? Erhöht den Verteidigungswert verstärkter Knoten um den Faktor 2. Kann auf alle Fälle nicht schaden. Ich mach das auch mal. Hacken tarnen. Reduziert die Wahrscheinlichkeit, ja. Will ich auf alle Fälle haben. Ich weiß halt nicht, ob ich so viele gleich am Anfang will. Ich versuch's einfach mal so. Mal gucken, ob wir hier reinkommen. Wurmstopp, das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Oh, wir haben hier noch einen Computer auch. Sicherheitsstufe 1, wir versuchen das mal. Ach du Kacke. Wegweiser Nuke Software. Übernimmt sofort einen Knoten mit beliebiger Stufe. Ja, okay, will ich eigentlich nicht so. Boah, wo wollen wir denn hin? Holy shit. Gut, den kann ich verstärken. Links rum kommen wir nicht. Es geht nur zu dem blauen Knoten von links. Das heißt, wir müssten rechts rum. Die Wahrscheinlichkeit, da aber entdeckt zu werden, ist relativ hoch. Ich habe halt nicht wirklich eine Chance. Anomaly detected. Trace program initiated. Ja, und jetzt hat das wieder nicht genommen. Warum? Das ist doch irgendwie Kacke. Das ist doch irgendwie Kacke. Jetzt nimmst du ihn trotzdem ein, bitte. Access granted. Achtung, Director Miller von Jean-Guy Cloutier. Oh Mann. Jean-Paul Cloutier, da war es ein reines Subnetz. Sir, bei Ihrer letzten Benutzung dieses NSN wurden die Logs nicht korrekt gelöscht. Bis auf Weiteres sollten Sie Ihre Logs manuell löschen, sonst kann der nächste NSN-Benutzer auf Aufzeichnungen Ihrer Kommunikation zugreifen. Einschließlich der privaten. Ist vielleicht auch nicht schlecht zu wissen. Ja, wir können da auch irgendwie durch den Lüftungsschacht. Kommen wir aber im Moment nicht lang wegen dem Strom. Wenn ich das richtig sehe. Ich kann hier auch nichts umstellen. Aber wir kriegen XP auch fürs Entdecken jetzt. Ich habe mir das jetzt nochmal eben angeschaut. Das auf alle Fälle. Sicherheitsstufe 2. Heilige, okay. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wie wir da zu dem recht gelegenen Grün kommen. Wir könnten so einen Datenscan nutzen. Ich weiß nicht, ob wir das wollen. 45, 30. Gut, wir haben ja ein paar Versuche. Auch wieder 30. Da ist Freigabe. Sicherheitsstufe 2. Ah, Mann, ich... Keine Ahnung. Wirklich, wirklich keine Ahnung. Anomaly detected. Trace program initiated. Das
So, wir nehmen das alles mit, hoffe ich mal. Access granted. Jawoll. Boah. Das war gerade der Hacking-Action vom Feinsten. Okay, gespeichert ist auch. Was ist hier? Was zum Teufel ist hier? Okay. Kann man hier noch irgendwas machen? So wie es aussieht, nicht. Hier kann man irgendwie dran. Kann ich hier hoch? Ich will hier rein, ja? Warum macht er das nicht? So, jetzt, okay. Nein. Ich will hier irgendwie versuchen. Ich bin gerade zu blöd, da oben zu bleiben. Das sind Dinge, die können wir nicht benutzen. Schade. So, wir schließen den mal. Dann kann ich vielleicht hier gescheit da drüber. Kann ich hier irgendwas machen? Ach, jetzt bin ich hier oben? Jetzt bin ich hier oben? Was ist das denn? Wie geil! Krass, okay. Ja, wir schlagen uns auch hier mal rein. Wie krass, dass man das hier machen kann. Bei den ganzen... Also ich meine, Taskforce, Special-Einheit. Wir hacken uns hier überall rein und gehen hier überall durch. Was zum Henker stimmt mit euch nicht? Und warum liegt hier ein Chip, den ich nicht mitgenommen habe? Hab ich irgendwie Lack gesoffen? Wie kommt's dazu? Ja, also was das uns hier oben bringt, weiß ich noch nicht so genau. Oh, da ist der Server. Okay, wir benutzen den Flüsterchip. Alex, the whisper chip is in. Wow, it's already picking up a freak. Jesus, Adam, is Miller in there right now? Uh-oh. Shit, gotta go. Jensen, I need to see you now. Ja, ja, wir sind nie da gewesen. Wir sind nie da gewesen. PDA. Haben wir auf alle Fälle mitgenehmt. Ja, jetzt bin ich schon wieder total. Haben Sie oder Cheng die Zugangskarte für den NSN-Serverraum woanders hingelegt? Waren wir uns nicht einig, dass sie in der unteren Ebene bleiben sollte? Ich habe keine Zeit für diesen Mist. Ich habe schon wieder die Staatspolizei im Nacken und muss den Premierminister anrufen. Alles klar, boah, ich war jetzt ein bisschen, ich war jetzt ein bisschen fertig. Doch ja, muss ich sagen, ich habe nicht erwartet, dass der hier drin steckt. Okay, aber da ist Millers Büro, da sollen wir ihn treffen. Und ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Bis dann.